Jo, willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Ich bin hier angekommen, wie versprochen. Braucht ihr Hilfe? Geskillt habe ich. Auch wenn ich das Falsche geskillt habe, vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir immer noch einige Quests beenden. Ich glaube, ich gehe jetzt mal an die Raptoren ran und probiere die zu töten. Und hier ist der Typ von vorhin. Lüll. 8 Level bis zum Reitmount, 100%. Das wird was. Ich weiß noch, das hat mal 600 G gekostet. Jetzt kostet das 50. Und langsames Fliegen 1000 und jetzt 250 und Epic Fliegen ist gleich geblieben. Aber auf irgendwas muss man ja sparen. Gold ist dafür da, um es auszugeben. Findet euch damit ab. Die Raptoren sind dort. Gekauft wurde noch nichts, glaube ich. Nö. Ist hier auch frisch reingestellt. Ups. Shit. Ja, hier sind die Raptoren, die wir töten müssen gleich. Die droppen dann die Eier und die ihr Fleisch und das kann man auch wieder verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Klappt ja schon mal ganz gut. Auch wenn ich ziemlich viele Leben verliere. Scheiße. Muss irgendwie an Level 30er kommen. Sonst kann ich nicht weiter skillen. Ja, ich schau mal eben nach. Fähigkeiten. Fertigkeiten natürlich. So. 150. 170 braucht man sogar für die. Das war knapp. Fieser Trick. Oh, das geht ja extrem lange jetzt. Ist ja richtig geil. Geil. Raptor-Ei. Sekunden mit 30 Kommapunkten. Das ist echt viel. Das ist richtig echt viel. Ich bin außer Reichweite. Ich habe mir auch was zu essen gekauft. Diese Äpfel hier dürfte vorerst reichen. Loote doch, Mann. So. Was mache ich nach den Raptoren? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Eventuell diese Menschen da drüben wieder töten. Dürfte jetzt nicht mehr allzu schwer sein. Jetzt habe ich Essen abgebrochen. Ja, deshalb gehe ich dann wahrscheinlich darüber und töte die dann. Dafür gibt es auch noch eine schwere Quest. Aber die ist im Endeffekt auch machbar. Aber wenn ich das, ob ich da sterbe, kann ich mir vorstellen, dass ich da sterbe. Die anderen sind alle viel zu schwer. Nicht genug Energie. Oh, scheiß parieren. So.
Oh, jetzt ist einer versteckt. Keiner kommt dem Pein. Fissus. Er tötet alles, was sich in den Weg stellt. So wie jetzt. Theoretisch könnte ich jetzt auch hier die komischen Kristalle holen von den Kristallblick-Typen, keine Ahnung wie die heißen. Das sind diese komischen Echsenartigen Wesen. Aber ich habe keine Lust. Ich bin zu faul. Dafür. Hopp. Hammett Nessingberry Junior will mit uns sprechen, beziehungsweise wir sollen zum Dorf hin, um mit seiner komischen Kollegin zu sprechen. Oh doch, er will mit uns sprechen. Was geht euch durch den Kopf? Mögen eure Reichen Schmetterschwänze. Ah ja, wieso nicht? Machen wir nachher. Erstmal jetzt die Menschen töten, weil... Keine Ahnung, weil... Mache ich einfach jetzt. Den Zwergkrieger habe ich auch vorhin schon mal gesehen. Ey, sag mal... So... Okay, obendrauf angelangt, mautete er auf. Er ritt geschwind durch das Land, um die Menschheit vor den anderen Menschen zu befreien. Ich glaube, die Endquest ist da, den Anführer zu töten. Ja, ist sie. Aber die werde ich niemals schaffen, der ist 41. Eventuell mit Hilfe. Ich will einfach nur 35 werden. Da kommt mein Lieblingsquestgebiet. Wer errät, welches Questgebiet das ist, der ist gut. Den schreibe ich auf seinen Kanal. Gut, du hast es geschafft. Oder irgendwie sowas in der Art. Wer errät, mit welchem in welches Questgebiet ich mit 35 gehen werde, der kriegt eine Belohnung. Nicht von großen Übermaßes. Nur eine PlayStation 3 mit zwei Wireless-Controllern? Nein. Irgendwas Kleines. Stirb, Hunter! Kapowns. Oh, schwere Rüstung. Crap. Brauchen wir nicht. Die wir brauchen, sind in der Höhle von diesem komischen Dorf. Oh Mann. Tschüss. In dieser Höhle dort. Dort, wo wir jetzt sowieso hingehen. Dort müssen wir die jetzt töten. Als ob man ihn nicht sieht, oh mein Gott. Schönes Ding. Ich muss näher. Das ist gut mit Klingenwirbel, weil die Schläge gehen auch auf das andere Ziel. Das gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Monsieur, sterben bitte. Danke. Omnilash.
Jetzt stirb doch schon, endlich. Wer das Silber nicht ehrt, ist das Gold nicht wert. Wo haben wir denn meine Äpfel hier? Goblin-Angelrute. Ich kann mir schon denken, wofür das gut ist. Bam. Nein, 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 nein. Scheiße. Kommt er mit seinem kleinen Dolch an? Glaubst du? Entwaffnen. Oh, daneben. Verflucht. Vermisst. Warum man diese Leute hier töten muss? Ganz einfach. Die wollen das Rebellenlager angreifen. Das sind die Leute von Kurzenz. Die wollen auch das Schlingelontal beherrschen. Allerdings erstickt man das im Keim und... ja, man tötet einfach den Anführer. Genau wie mit den Defias. Das ist genau so eine gleiche Geschichte, nur... ist sie nicht so spektakulär dargestellt. Und keiner Ini gewidmet. Was auch nicht wirklich einen großen Teil zur Story beigetragen. Also müsst ihr euch das hier nicht unbedingt... irgendwie einen Wikipedia-Titel durchlesen oder was weiß ich. Wieso läuft der weg und kommt dann wieder zurück, damit ich ihn umbringen kann? Danke. Apfel, 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 Apfel. Tiefer in die Höhle vordringen. Hopp, weiter geht's. Shit. Egal, den trifft es ja auch. Also so schlimm ist das im Effekt nicht. Ja, aber einer kann jetzt schon ruhig mal sterben hier, sonst wird das nichts. Schnell! Fuck, 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 fuck! Ja, natürlich 8 Leben. Leck mich fett. Jo, dann mache ich hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich.